So, da sind wir und weiter geht es mit Dead Space. Das Remake. Yes, ist er. Hier haben wir das letzte Mal gespeichert und da wollen wir jetzt rein mit unserer zweiten Waffe. Wie sieht das Inventar aus? Ist gut gefüllt. Plasma-Energie, Medipacks. Genau, und dann ziehen wir weiter. Guck mal, wie cool das aussieht, ne? Ganze Beleuchtung. Einfach cool, echt. So, gehen wir hier rein. Das war doch hier mit der Stase, ne? Alles hier durch die Gegend werfen. Den kann ich auch noch zoomen. Den brauche ich aber nicht. Brauche ich hiervon was? Nee, ne? Aus. Kann man hier rein? Ne, ne? Da kann man nicht rein. Das gefällt mir gar nicht hier. Ist das eine Kiste? Reicher, hast du von Dan jetzt gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nicht. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac. Was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Finde nun den Rig des Captains. Okay, wir müssen erstmal speichern. Alter, so viele Speicherplätze. Puh. Ja, nehmen wir den ersten. Speichern abgeschlossen. Okay. Connection lost. Hier erstmal alles plündern. Credits. Das Sicherheitsabfrage Level 2. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Hat. Das auf jeden Fall mit. Und hier ist ja nichts mehr, ne? Alles nur so Krempel. Okay. Kann man so hier hinter? Auch nicht. So, das war, was war das denn? Ein Shop war das, ne? Gegenstände. Wir haben noch so einen Credit, das können wir verkaufen. 3000 haben wir, ne? Hm. Warte mal, das war jetzt so. Also das können wir auf jeden Fall verkaufen, ja. Verkauf erfolgreich, okay. Lagern wollen wir jetzt nichts.
Medipack haben wir jetzt eigentlich auch. 2000 kostet eins, ne? So Knoten wäre nicht schlecht. Das kostet 10.000. Okay, wir sparen uns das alles mal auf. Und ziehen weiter. So, gespeichert haben wir. Warte mal, da geht's auch weiter und hier geht's auch weiter. Diagnostik. So, hier geht's weiter und wo geht's hier rein? Zum Forschungsflügel. Entweder da oder da. Wir gehen erstmal da, wo wir zuerst geguckt haben. Lass uns hier mal gehen. Verschlossen. Oh nein, wieder das Licht. Da ist einer. Was macht der denn? Was hat er denn gemacht? Den Kopf gegen die Wand, ne? Warte. Nein, da ist nichts mehr drin. Alter. Krass, echt. Keine Energie. Okay. Lass mich da mal durch. Der kann ja nicht springen, ne? Scan the Select to Workshop. Okay. Jetzt komme ich da nicht durch, ja. Oh, jetzt hängt er hier fest. Oder? Rückwärts geht immer. Was ist das denn für ein Vieh? Komm, dann schieben wir jetzt wieder rein. Impulsprojektile. Da gibt es nichts mehr. Nein! Geh mal platt! Hab's im Magazin leer geschossen! Credits. Alter. Das ist sowas wie ein Aufzug. Und das können wir nehmen. Da rein. Schutzschalter. Die Türen oder Aufzüge. Mach mal. Ja, keine Ahnung. Mach mal die Türen. Jetzt ist das hier geöffnet. Fick dich noch einer. Ja.
Oh, ich wusste es. Er lebt noch. Gib Platz. Alter. Zwei Schuss Munition. So, was gibt es hier? Sicherheitsabfrage 2 erforderlich. Credits, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Knoten, cool. Knoten ist sehr gut. Gab es noch was an den Regalen? Ne. Wir haben einen Knoten. Das Impulsgewehr, ne? Das könnte man eigentlich auch. Kapazität, dann hast du bestimmt ein paar Schüsse mehr. Der Anzug. Gehen wir auf Energie. Und der nächste wäre dann auch wieder mehr Gesundheit, ne? Komm, gehen wir mal diesen Weg. Nächste Update, bitte. So. Alles klar, gehen wir wieder raus. Dann haben wir den Raum hier auch abgecheckt. Hier wieder jetzt umschalten, die Türen auf die Aufzüge, genau. Jetzt geht der Aufzug. Jetzt funktioniert das. Ich hab die doch gehört. Ich tritt da nochmal drauf. Eieieiei, das ist alles aufregend hier. Warte, gehen darüber. Nehmen wir mit. Ist er jetzt da runter? Wir können ja nicht springen, ne? Ah, ne, da unten, da waren wir. Was ist das hier? Aha, dann können wir so rüber, alles klar. Ja, mit deinen Credits. Ah, der Plasma-Cutter, der ist auch ganz cool. Den weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Das auf jeden Fall. Stays haben wir genug erstmal. Voll aufgeladen. Da ist auch noch überall Türen. Alter, wie soll man sich denn hier orientieren? Komm, wir gehen. Die erste Tür, die wir gesehen haben, ist. Observator. So, erstmal Credits. Dann gibt es hier. Ist einer hier drin? Das ist ein Spinde, aber die haben nichts drin, ne?
Naja. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Ja, ja, ja. Okay, Stufe 2. Textlog. Logbuch der Krankenstation, Behandlungen mit sensorischer Deprivation. Die Anzahl der Diagnosen wächst und wächst. Schlaflähmungen, Halluzinationen, Albträume, Paranoia. Ich bekomme Patienten von überall auf dem Schiff. Die Umweltanalyse, die Nahrungsmittel und die Strahlungswerte lassen keine Ursache erkennen. Ich muss zugeben, ich bin ratlos. Merker sagt, er und Kain arbeiten an einer Hypothese. Also behandle ich die zwischenzeitlichen Symptome. Die sensorischen Deprivationsbehandlungen in der Zero-G-Therapie-Kapseln bringen eine gewisse Besserung. Aber die Anzahl der Patienten, die wir behandeln, machen mir Sorgen. Die Systeme sind alt und müssen überholt werden. Bei so vielen aktiven Kapseln besteht ein großes Risiko, wenn es dort unten einen schweren Stromschluss gibt. Aber nichts anderes scheint zu helfen. Ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich gehe lieber ein kleines, kalkulierbares Risiko ein, als dass Dutzende von Minenarbeitern und Ingenieuren an den schweren Maschinen Schaden nehmen. Okay. Ein kleiner Bericht. Wir gehen hier wieder raus. Und gehen darüber. Therapie zu Zero G. Speichern können wir auch. Sehr gut. So, weiter. Da ist verschlossen. Gehen wir mal hier rein. UGS Ishimura Klinik. Die haben echt alles hier gehabt, ne? Was? Schwerelosigkeit aktiviert. Ach du Scheiße. Wir sind schwerelos. Mal weiter. Gibt es da noch irgendwas? Geöffnet. Nur 42 Sekunden. Okay. Oh Mann, ist das überall dunkel, ey. Nutze was? Stiefel und Anzug, um in der Schwierigkeit zu navigieren. What? Wir starten das mal. Ha! Und da fliegt er. Der Anzug ermöglicht zusätzliche Navigationsmöglichkeiten in der Schwerelosigkeit. Bewegen, umsehen. Für Boost. Orientierung zurücksetzen. Neu orientieren. Wir schweben. Wir schweben. Cool, ne? Da kann man das so zerstören. Okay. Eine Kiste flog hier. Sonst fliegen hier nur so Trümmerteile.
müssen darüber. Aber irgendwie sind wir... Warte, landen. Okay. Nächste Tür bitte. Waren wir hier nicht eben? Ja klar, hier waren wir doch eben, ne? Sind zum falschen Ausgang gegangen. Da? Eine Psychotherapie waren wir doch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, waren wir noch nicht, oder? Wir gucken das mal. Eintritt in Vakuum. Sieht das jetzt alles ähnlich aus, oder? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Ja, hier waren wir, ne? Alter, okay. Also, nochmal hier durch die Tür. Aktiviert. Einmal hier durch. Da geöffnet. So, jetzt einmal darüber. So, jetzt ist das richtig, ne? Hier waren wir noch nicht. So, Plasma-Energie. Credits. Nochmal Credits. Das brauchen wir nicht. Haben die hier so Masken, ne? Haha. Gibt's jetzt hier? Was gibt's hier aufheben? Der Drittkanister. Die Position. Was passiert dort? Hast du die Kau gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockbett finden. Okay, mach schnell, Isaac. Ich finde, genau, den haben wir. Den Tank haben wir schon mal. Cool. Müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Müssen zurück. Ich finde ein Schockbett. Schwerelosigkeit aktiviert. Zeigt er mir auch direkt den Weg darüber. Okay. Dann gehen wir mal einfach hier auf die andere Seite. Was? Warte, ich gehe mal rüber. Warte. So, komm her, du Vieh. Ey, wieso vertrampelt der so viel? Shit. Jetzt kann ich doch noch gar nicht treten. Wenn ich jetzt auch so gehe und den...
Ah, Nahkampf geht auch nicht, ne? Okay. Alles gut. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Das ganze Schiff hat gewackelt. Mach mal hier auf, bitte. Eintritt in Vakuum. Durch. Ah, ist das kaputt gegangen? Da muss ich fliegen, ne? Landen. Credits plündern. Sauerstofffüllung. Ah, okay. Sauerstoff voll. Okay, danke. Geöffnet. Alter, jetzt fliegt hier alles durch die Luft. Alter, nein. Ich habe keine Munition mehr. Also der Plasma-Cutter ist irgendwie, der gefällt mir besser. Nachladen. Okay, wir müssen abheben. Gott, kaum bin ich aus der Kabine des Captains raus und schon. Das Ding hat mich fast erwischt. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Er knurrt wie... Das ist Wahnsinn. Schnell, Isaac. Okay, ich beeile mich ja. Schwerelosigkeit deaktiviert. Okay, Schwerelosigkeit deaktiviert. Da kommen bestimmt jetzt Viecher. Warte, was war das? Schemata. Bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. Da runter, ne? Was soll der Scheiß? Hinter mir ist noch einer! Nein! Geh weg! Dann noch so schneller! Arschgesichter! Und du auch! Ah ja, ja, komm, schmeiß dir was rein! Nochmal! So, wir machen aber kurze Pause hier. Genau, so. Mit dieser Aussicht sagen wir danke und bis gleich. Ciao, ciao.